Falls du Bock auf einen sehr aktiven Minecraft Bedrock Discord hast, dann check auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus. Da ist ein direkter Link zu meinem Discord. Wir sehen uns da. Viel Spaß. Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich dir mal drei richtig coole Texture Packs vor für Minecraft Bedrock Edition. Da ist für jeden etwas dabei, damit Minecraft nicht so aussieht wie hier. Denn hier ist alles normal, das wollen wir nicht. Wir wollen ein bisschen mehr Farbe reinbringen, wir wollen ein bisschen mehr Abwechslung. Das ist es. Und wenn man jetzt hier einmal kurz ein bisschen schaut, ich habe jetzt hier mal von den Konsolen-Editionen. Dann sieht das doch alles sehr langweilig aus. Das wollen wir ein bisschen aufpeppen. Das ist kein Problem. Ich habe für alle etwas dabei. Ich habe Survival Texture Packs. Ich habe ein PvP Texture Pack. Also einfach dranbleiben. Dann habt ihr auf jeden Fall ein klasse Texture Pack, mit dem ihr spielen könnt. Kleine Unterbrechung noch in eigener Sache. Falls ihr wirklich gar keinen Bock habt, für echt Geld Minecoins zu kaufen, dann habe ich eine richtig coole Alternative auch für euch, wie ihr legal, kostenlos Minecoins euch holen könnt. Jetzt einmal im i und in der Beschreibung noch einmal verlinkt. Gerne abchecken, falls ihr broke seid, genauso wie ich. Danke. Die ersten beiden sind sogar Texture Packs, die man im Marketplace ganz easy holen könnt. Das heißt, wenn ihr auf der PS4 seid, auf der Xbox, könnt ihr alles sehr, sehr gerne holen. Habe ich auch lange Zeit gespielt. Platz 3 habe ich sogar sehr, sehr lange gespielt, muss ich sagen. Ist Blockpixel, hat einen sehr, sehr coolen Style. Mir gefällt er einfach. Das ist einfach so ein Style, den man einfach gut machen kann. Ist halt sehr, sehr pixelig, aber hat noch diesen Minecraft-Vibe und bringt dann etwas Neues so ein bisschen rein, was ich sehr, sehr cool finde. Und hat extrem Bock gemacht, das zu zocken. Mit PvP ging auch wirklich richtig gut fit. In meinen ganzen älteren Videos habe ich sogar auch Broad Pixel gespielt. Alternativ könnte man auch Grid Pixel nehmen. Das ist einfach nur in so, ja, gerillten Dingen. Was auch sehr, sehr cool ist. Also die beiden Sachen kann ich euch sehr empfehlen. Kostet 5 Euro. Habe ich auf meinem alten Account schon einmal gekauft. Und ja, Trailer blende ich jetzt wahrscheinlich so nebenbei mal ein. Hat halt einen extrem coolen Style, finde ich. Und den kann man einfach extrem gut machen. So, Platz 2 ist eher etwas klassischer. Und zwar ein PUBG Craft. Auch ein Survival Texture Pack. Was aber ziemlich cool ist. Ja, im Hintergrund seht ihr wieder ein paar Sachen eingeblendet. Ist nicht in diesem Blockstil, aber halt relativ realistisch. Ist halt sehr bekannt aus den ganzen YouTuber-Zeiten früher. Aber finde ich, kann man halt sehr, sehr gut machen. Und ist auch da wieder perfekt für Survival gedacht. Und was man hier auch noch alternativ nehmen könnte, wäre das Zigzag-Paket. Was auch so ein bisschen so ähnlich ist, aber hat auch mal so ein bisschen diesen Plastik-Look. Was auch sehr cool ist. Also die beiden kann man sehr, sehr gut nehmen, falls man nicht dieses Blockige und dieses Grindige da mag. Kann man das ja gerne nehmen. Das sind so die aus dem Marketplace, die ich sehr empfehlen kann. Als nächstes für PvPer ist in der Beschreibung jetzt einmal ein Pack verlinkt. Nämlich das Diamond Springfall Pack. Das ist für mich einfach beste, ja, Texture Pack für PvP. Es gibt ganze 3 Skies, von denen man sich entscheiden kann. Wir deaktivieren das noch einmal, gehen noch einmal kurz raus, denn so kann man dann die 3 Skies einmal auswählen. Ich finde das Pack extrem cool. Ich zeige es euch jetzt hier noch einmal. Und wenn man es einmal aktiviert, dann kann man nämlich auf die Zahnrad gehen und hat man nämlich 3 Skies zur Auswahl. Den ganz normalen Sky habt ihr eben gerade schon gesehen im Hintergrund. Ich finde den Space Sky ganz cool. Denn den kann man echt richtig cool machen. Und dann sehen wir nämlich auch schon, es gibt einmal More Infos von meinem 7K-Pack, was immer noch richtig krass ist. Und was immer noch relativ viele Leute spielen. Und ich zeige jetzt noch einmal ganz kurz. Es ist einfach perfekt gemacht für PvP. Man sieht hier, die ganzen Textures sind eher so ein bisschen, ja, auch anders gemacht. Finde ich sehr, sehr cool. Aber was vor allem auch voll nice sind halt die Schwerter. Die fühle ich extrem. Immer alles so mit diesen Pinken. Und ja, das Diaschwert ist ja auch am Start. Falls ihr nicht wisst, wie man das auch auf die PS4 bekommen kann, dann, ja, checkt gerne das eine Video ab, was ich jetzt verlinke. Da könnt ihr es auch einmal nachschauen.
die ihr dann so welche Sachen auf die PS4, auf die Xbox packen könnt, was eigentlich auch ganz, ganz einfach ist. Genau, das könnt ihr alles so machen. Und dann habt ihr das nämlich auch auf der PS4. Die Rüstung sieht auch extrem nice aus, finde ich. Und bockt halt einfach. Das ist halt Burganimation, auch sehr, sehr cool am Start. Mit diesen... Oh, vielleicht treffe ich da was. Nee. Mit Animationen. Es ist einfach richtig viel Liebe reingeflossen. Ist ein Link in der Beschreibung. Und die anderen stehen da auch nochmal. Also wie gesagt, falls ihr Bock drauf habt, sehr, sehr gerne downloaden. Würde mich unnormal freuen, Leute. Und dann war es das jetzt hier von dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und downloadet gerne das Pack. Das ist in der Beschreibung. Für alles ist das erhältlich. Falls ihr auf der PS4 das haben wollt, gerne auch einen Link dazu. Nochmal einen Videolink in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann, Leute. Habt noch einen sehr, sehr schönen Tag. Ciao, ciao.